Das ist gut. Deshalb ist es gut, dass wir heute mit diesem gemeinsamen Antrag gelegen seit über 200 Parlament kommen. Die SPD ist damals in die Opposition gegangen. Das war schwierig für unsere Länder. Deshalb ist es auch wichtig und notwendig, dass wir jetzt neben der finanziellen, humanitären und Waffenlieferungen, die wir schon direkt im Anschluss getroffen haben nach dem Angriffskriegsbeginn, jetzt auch den Ringtausch schwerer Waffen und die massive finanzielle Unterstützung der Ukraine für direkte Waffenkäufe und die Lieferung eigener schwerer Waffen, da, wo es möglich ist, zu prüfen in aller Sorgfalt und dann auch zu entscheiden. Abgegebene Stimmkarten 693, mit Ja haben gestimmt 586, mit Nein haben gestimmt 100, Enthaltungen 7. Der Antrag ist damit angenommen.